guten Morgen. Und heute ist der Morgen, der der letzte Morgen ist, der genauso sein wird wie alle vorigen Morgen zuvor. Weil ab morgen gibt es das. Also der Beauty-Kanal bzw. die Beauty-Playlist geht an den Start und morgen gleich direkt am Anfang ein Kracher-Video, ja, wie ihr einfach wirklich mal seht, wie ich sozusagen morgens aufstehe und was ich mache und wie ich mich sozusagen vorbereite für den Alltag, der sozusagen auf mich wartet und ja, mit allen Facetten, die das sozusagen ja, beinhaltet. Und ich glaube, da kommt die ein oder andere Überraschung für euch von demjenigen, der dachte, ach ja, der rotzt das einfach so hin oder sowas. Nein, nein, da ist schon einiges ja, an Informationen, die ich euch morgen sozusagen präsentieren möchte in dem Video. Auf jeden Fall muss ich sagen, das ist ein ziemliches Schmankerl. Ja, aber da will ich gar nicht mal zu sehr ins Detail gehen. Morgen das erste Video der Playlist und ich bin ja auch ein wenig stolz darauf. Ja, ansonsten, wenn wir gerade bei den Ankündigungen sind, dann gleich hinterher. Ich habe ein neues Rezept gemacht und zwar für den Instant Pot, was ihr aber auch im normalen Rezept, im normalen Kochtopf machen könnt. Das ist ein Rezept mit schwarzen Bohnen und ich muss wirklich sagen, dieses Rezept ist wirklich der absolute Hammer. Und ich sage bei einigen Rezepten, das ist toll, das ist schön und so weiter, aber das ist wieder der absolute Hammer, absolute eine Liga mit dem Tofu Jerky, mit den Barbecue Steaks, mit der natürlich mit der Pizza und mit den Pulverbouletten. Ist das wirklich, also ist mit Abstand meiner Meinung nach das beste Instant Pot Rezept, obwohl die anderen auch sehr gut sind, aber das ist einfach so vollmundig und vor allem auch so ein bisschen süßlich. Also das ist eine richtig geile Kombination. Ein Zufallsprodukt gewesen und dann natürlich alle Zutaten nochmal gekauft und nochmal für euch gemacht. Und zwar in dem Stil, dass ich nicht so viel quatsche, dass ich nicht so hektisch bin, sondern animiert und inspiriert von einem Kanal, den mir eine von euch empfohlen hat, ja einfach ja, so ein bisschen stilvoller und ein bisschen ruhiger halt, so ein bisschen als Kontrastprogramm. Sagt mir da gerne euer Feedback dazu, wie euch das gefällt, wenn die Rezepte etwas ruhiger daherkommen, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Des Weiteren, 250.000 oder sagen wir mal ganz profan, eine Viertelmillion habe ich jetzt an Zugriffen auf meinen Kanal gehabt. Das heißt eine Viertelmillion Klicks und ich muss sagen, ich bin natürlich begeistert. Wahrscheinlich geht die Hälfte der Klicks auf meine Kappe so oft wie ich mich selbst anschaue, aber ein paar kamen dann doch von euch und da muss ich sagen, ja, bin ich wirklich auch ja, sehr sehr positiv überrascht. Brauche ich nicht sagen, freue ich mich natürlich und ich werde natürlich auch wieder eine kleine Verlosung machen, allerdings schiebe ich das aus ja, ökonomischen Gründen zusammen mit meinen 300. Tag vegan, das heißt in 7 Tagen oder in einer Woche ungefähr werde ich wieder eine kleine Verlosung machen. Ja, so, um das ein bisschen zu zelebrieren. Das dazu. Das weiterhin ist heute nur Ankündigung, aber es kommt noch eine Sache, wo ich wieder mal so ein bisschen einen Finger in die Wunde lege oder einfach bewusster mache, um es positiv auszudrücken. Aber zuerst noch eine Ankündigung. Und zwar, heute kommt noch das Video mit dem Joachim, wo es darum geht, dass man Experimente am eigenen Körper durchführt, die vielleicht oder die mit Sicherheit, wenn man die Gesellschaft betrachtet, ja, als gefährlich eingestuft werden und als unverantwortlich gegenüber dem eigenen Körper. Und woher kommt die Motivation dazu? Und diese Thematik für die Leute, die es interessiert, kommt heute so um die Mittagszeit wahrscheinlich. Das dazu. Und ja, und dann möchte ich eben noch ja, ein Beispiel bringen. Und zwar war ja gestern das Thema Bewusstheit. Und ja, der ein oder andere bei Facebook und auch bei YouTube hat also gesagt, ja, ich bin schon, denke ich, so bewusst. Und ist auch immer nicht klar. Jeder denkt eigentlich von sich aus so halbwegs bewusst und macht sich seine Unbewusstheit gar nicht so klar. Und wenn man aber dann mal, und ich hatte da vor ungefähr einer Woche ein schönes Beispiel bei YouTube gefunden, wo das schon so richtig deutlich wird, diese Unbewusstheit, die den Leuten logischerweise nicht bewusst ist und die Leute würden trotzdem sagen, ja klar, sie leben bewusst. Und zwar ist eine junge Dame, die Sophia Thiel, die
rein gesellschaftlich gesehen ein bewusstes Leben führt. Das heißt, sie ernährt sich gesund, sage ich mal, relativ. Sie isst Fleisch, aber okay, wie gesagt, in Maßen kann Fleisch gesund sein. Aber das will ich jetzt mal nicht zur Diskussion stellen. Aber sie lebt eigentlich gesund, weil sie auch sehr viel Sport macht, einen bewussten Lifestyle hat. Aber ja, wenn sie dann redet, dann fallen halt ein, der halt wirklich bewusst lebt und auch bewusst zuhört, schon das ein oder andere auf. Und dieses Beispiel, was ich euch gleich zeigen werde, ein kleines Video von ihr, ein kleiner Videomitschnitt, ihren Kanal findet ihr unten verlinkt, woher also das Video kommt. Und da achtet drauf, also sie hat ein paar Buletten gemacht, also richtig schöne Buletten aus Rinderhack, glaube ich, oder sie hat Rind durch den Fleischwurf geleiern lassen, durch den Fleisch, egal, auf jeden Fall wollte ich sagen, richtiges Fleisch, also richtige Fleischbuletten gemacht. Und und dann sagt sie etwas und ich spiele es einfach mal ab. Dampffrisch, sie sehen herrlich aus und wenn euch wirklich mal Fleisch zum Hals raushängt, das ist eine super Alternative, schaut mal rein, sind ganz durch. Ja, also wenn ihr Fleisch mal über habt, dann nehmt Buletten. Ja, das ist halt so ein typisches, wie gesagt, mir geht es jetzt nicht in die Fleischdiskussion, mir geht's, es hätte auch jemand ein Veganer sein können, der über Möhren oder irgendwas redet. Es geht mir einfach darum, im täglichen Alltag, dass ihr wirklich, vielleicht denkt, dass ihr bewusst seid, aber dass ihr wirklich ganz, ganz häufig unbewusst seid. Und dass das wirklich ein Thema ist, wovon ich nicht nur schwafle und was, ja, ich lebe schon bewusst. Aber wirklich bewusst zu sein, bedeutet wirklich etwas anderes als die meisten meinen. Und das würde ich auch immer wieder gerne als Anregung mit euch auf den Weg geben und das ist der rote Faden, der sich durch meinen Kanal zieht, Bewusstheit. Und damit werdet ihr leben müssen. Gut, das soll es heute gewesen sein. Morgen, wie gesagt, schnallt euch an, macht euch bereit. YouTube wird nicht mehr das sein, was es noch am Vortag war. Morgen startet meine Beauty Playlist. Und wünsche ich euch viel Spaß und ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion. Macht's gut, euer Christian. Tschüssi.